Wie können erwachsene Menschen mit Behinderung hinreichend betreut werden? Auf diese Frage gab es lange Zeit keine passende Antwort. Jetzt hat in Reutlingen das MZEB, das Medizinische Zentrum für Erwachsene mit Behinderung, eröffnet. Für die Bruderhausdiakonie, die das Zentrum ins Leben gerufen hat, wahrlich ein Grund zum Feiern. Neben Vertretern des Sozialministeriums und der Stadt Reutlingen richtete auch Bauda Aletta von Soest einige Worte an die Besucher. Die Niederländerin ist Ärztin am MZEB und wird sich um die Patienten in Reutlingen kümmern. Für erwachsene Menschen mit Behinderung sei der Besuch in gängigen Arztpraxen häufig eine große Herausforderung. Oft fehle es an spezialisiertem Personal, um die Menschen erfolgreich zu behandeln. Aber nicht nur die Behandlung stellt Arzt und Patient gleichermaßen vor besondere Herausforderungen. Das ist zum Beispiel, fängt an mit der Praxis im zweiten Stock ohne Fahrstuhl. Das geht weiter mit Liegen, die nur bis 120 Kilo zugelassen sind. Da spielt eine ganze Menge Kommunikation eine Rolle. Viele von unseren Patienten können ja gar nicht sprechen. Das neue MZEB in der Reutlinger Oberlinstraße 16 ist ebenerdig angelegt. Mit dem Rollstuhl kommt der Patient problemlos überall hin, wo er hin möchte. Und wenn die Behandlung auf der normalen Liege nicht funktioniert, geht es eben auf ein Sofa. So versucht das MZEB, den speziellen Anforderungen seiner Patienten gerecht zu werden. Als Kinder wurden sie in Kinderkliniken, die auch sozialpädiatrische Zentren hatten, umfassend, kompetent, fachlich gut behandelt. Im Erwachsenenalter war das bisher nicht möglich, da gab es einfach eine Lücke. Das MZEB in Reutlingen ist eine von bisher 4 zugelassenen baden-württembergischen Einrichtungen, die sich auf die Versorgung von erwachsenen Menschen mit Behinderung spezialisiert haben. Dafür braucht es gewisse Voraussetzungen. Die Möglichkeit im MZEB ist einfach, dass wir multidisziplinär mit verschiedenen Berufsgruppen zusammenarbeiten, sodass man einfach aus vielen verschiedenen Perspektiven sich ein Bild machen kann. Damit das MZEB möglich wurde, war Unterstützung vom Gesetzgeber nötig. Indem er jetzt, wann war das, 2015, hat er den Paragraphen 119c SGB V sozusagen geschaffen und damit diese Zulassung dieser Behandlungszentren für Erwachsene mit Behinderung die Voraussetzungen geschaffen. Von den Fachärzten über die Psychologen bis hin zu den Ergotherapeuten ist im MZEB alles vertreten. Die besondere Belegschaft wird in nächster Zeit alles daran setzen, Menschen mit Behinderung bestmöglich zu betreuen.